hier sind sie auf der Terrasse des Trocadero Palais in Paris, die Ballerinen des Trocadero Balletts aus Monte Carlo. An sich haben Trocadero Palais mit C und Trocadero Ballett mit CK nichts miteinander zu tun. Die Truppe fand den Namen schick und schrieb ihn extra falsch. Ihre Fans nennen sie ohnehin nicht die Trocaderos, sondern die Trocs. Schließlich kommen sie auch nicht aus Monte Carlo, sondern aus den USA, aus New York. Etwas verwirrend all das, aber das ist nicht die einzige Skurrilität in dieser Truppe, in der es zwar Ballerinen, aber keine Frauen gibt. Im Pariser Olympiatheater haben wir die Show de Trocs mit Ausschnitten aus klassischen und modernen Balletten aufgezeichnet. Und nun viel Vergnügen. Das Pas de Deux aus dem Ballett der Cousard, Musik von Ricardo Drigo. Die Originalchoreografie stammt von Marius Petipa, es ist klassisches russisches Ballett. Hier die Ballerina Fifi Changchang, später ihr Partner Lavrenti Biff Stroganov. Fifi Changchang und Biff Stroganov sind natürlich nicht die Taufnamen dieser Tänzer. Die Trocs haben bei der Wahl ihrer Künstlernamen ironische Extravaganz gezeigt. Schwanensee, Musik von Tschaikowski. Einige Höhepunkte aus dem berühmtesten und populärsten Ballett der Welt, frei nach der Choreografie von Petipa und Ivanov. Die Prinzessin Odette wurde von einem bösen Zauberer in einen Schwan verwandelt. Prinz Siegfried kann sie retten, aber nur, wenn er in reiner Liebe ihr die Ehe verspricht. Thank you.
unvergleichlich als Odette Tamara Bundyeva. Das Trocadero-Ballett hält sich bei diesen großen klassischen Tanzwerken sehr treu an die Originalchoreografie, aber funktioniert sie dann um, setzt Gags und Spitzen drauf.
Sensen Candelaria. Sie haben ihn eben als Prinzessin Odette in Schwanensee erlebt. Er ist 1978 zur Truppe gestoßen. Vorher war er Tänzer in Boston. Da las er in dem Bühnenfachblatt Backstage, dass man sich beim Trocadero-Ballett vorstellen könne.
Er hatte von der Truppe schon gehört, lieh sich ein paar Spitzentanzschuhe aus, tanzte vor und wurde am selben Tag noch engagiert. Er ist ein hervorragender Tänzer, wie Sie sehen konnten. Aber er hatte bis dahin noch nie Spitze getanzt. Ganz normal, denn Spitze wird sonst nur von Frauen getanzt. Um es zur Perfektion zu bringen, muss man im Allgemeinen sehr jung damit anfangen. Manchmal tut es auch weh. Aber wie Sensen Candelaria uns sagte, für ihn sei es ganz einfach gewesen. Sehr einfach sogar. Und das ist Nedge Taylor. Er tanzt sowohl Männer- wie Frauenrollen. 1974 hat er das Trocadero-Ballett mitbegründet. Zum Spaß, wie er uns sagte. Die Vorstellungen fanden nach Mitternacht statt. So konnten die Zuschauer, die aus dem normalen Ballett kamen, danach die Trocs mit ihren originalgetreuen Parodien sehen. Nach 2 Monaten schon hatte die Truppe in New York so viel Erfolg, dass sie nicht nur weitermachen konnte, sondern eine Karriere startete, die sie bisher durch 5 Kontinente geführt hat. Und nun ein etwas moderneres Werk, Frühlingsfluten, Musik von Sergei Rachmaninow. 1959 war dieses Werk vom Bolschoi zum ersten Mal in Amerika getanzt worden. Hier wird es mit akrobatischen Sprüngen von Fifi Chang Chang und Lavrenti Biff Stroganov ausgeführt. Jane Eyre, Musik von Prokofjew, frei nach Charlotte Brontës Roman, der seit seinem Erscheinen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Riesenerfolg wurde und es geblieben ist. Jane Eyre hat Schreckliches mitgemacht. Mit ihr die beiden Schwestern des Pastors, bei dem Jane Zuflucht gefunden hat. Können sie Janes Seelenqualen lindern oder wird es noch schlimmer kommen? Diese Frage wird von den Trocs mit Mitteln des Ausdruckstanzes beantwortet, im Stil einer Martha Graham etwa. Thank you.
Ich bin in die Truppe eingetreten, weil meine Vorstellung von Tanz und Theater in ihr erfüllt wird. Nur Tanz allein bringt es nicht. Ich mag meine Truppe, weil sie so ungewöhnlich ist und Theater und Tanz vereint. Ich glaube, dass andere Truppen im Grunde auch lieber Geschichten erzählen würden, aber sie tanzen nur noch abstrakt, weil das Publikum sie so kennt und weil sie von ihrem Image nicht mehr loskommen. Es gibt auch Truppen, die durch den Tanz gar keine Geschichte mehr vermitteln können. Das finde ich ziemlich uninteressant. Unsere Truppe dagegen ist sehr ungewöhnlich, weil man hier sogar Balletttanzen erlernen kann, wenn man noch nie getanzt hat. Oder sich in vielen anderen Bereichen wie Schauspiel oder Pantomime zum Beispiel profilieren kann. In anderen Truppen hätte ich meiner Meinung nach nicht die gleichen Möglichkeiten. Ich gehöre zu den ersten Mitgliedern der Truppe. Ich habe viele Veränderungen miterlebt, von der kleinen Truppe zur großen, internationalen. Mein kleiner Bruder fragte mich, warum ich Frauenkleider anziehen und so tanzen würde. Und ich habe ihm gesagt, dass es gar kein so schlechter Job wäre, die Leute zum Lachen zu bringen. Cesare Pugni. Dieses Ballett wurde für einen gemeinsamen Galaauftritt der vier berühmtesten Prima-Ballerinen ihrer Zeit geschrieben. Marie Taglioni, Fanny Cerito, Carlotta Grisi und Lucille Grahn. Das Ereignis fand im Jahre 1845 in London statt. Da jede der vier Prima-Ballerinen sich für die größte hielt, war die Reihenfolge des Auftritts eines der schwierigsten Probleme. Man bot ihn diplomatisch der Ältesten an. Was zur Folge hatte, dass nun alle vier auf den Vortritt verzichten wollten. In seiner Urfassung wurde dieser Pas de Quatre nur viermal aufgeführt. Der dritten Vorstellung wohnte die Königin Victoria mit Prinzgemahl Albert bei. Die Ballerinen des Trocadero-Balletts erwecken Pugnis Pas de Quatre zu neuem Leben.
Tochter des Pharaos. Musik von Lalo, Luigini und Ponchielli. Originalchoreografie von Marius Petipa. Das Trocadero-Ballett hat die in mehrfachem Sinn unsterbliche Tochter des Pharaos wiederentdeckt. Ein junger Lord verliebt sich in die Mumie einer ägyptischen Prinzessin. Blitz, Donner und die Liebe haben den Lord um Jahrtausende ins alte Ägypten zurückversetzt. Gleich wird er der nun nicht mehr mumienhaften, sondern quicklebendigen Prinzessin begegnen. Plötzlicher Tod hat die Prinzessin dahingerafft, beklagt von ihren Gespielinnen und ihrem Papa, dem Pharao. Doch die Liebe und das magische Brennglas des Lords werden Wunder wirken, wie sie gleich sehen werden. In der Rolle der Pharao-Tochter die unvergleichliche Tamara Boumdieva.